Oh Gott. Mein Name ist Bruno Rosnitzer. Ich bin Vorsitzender vom Rolli-Treff Bottrop. Wir initiieren das heute hier. Und unser Anliegen ist Verständnis der gesunden Bevölkerung gegenüber den Rollstuhlfahrern, mal mehr Verständnis zu zeigen, wie schwer es ist, im Rollstuhl durch die Stadt zu fahren oder beziehungsweise einkaufen zu fahren, über die Straße zu fahren. Da haben wir hier so einen kleinen Rollstuhlparcours aufgebaut. Da können dann sich Gesunde im Rollstuhl setzen und mal versuchen, diesen Parcours zu bewältigen, ohne viel zu korrigieren. Da ist wieder ein Tag der Behinderung und dann ist aber eine andere Gruppe im Vordergrund. Ich weiß nicht, wer das nächstes Jahr macht, vielleicht die Parkinson-Gruppe oder die MS-Gruppe. Und so wollen wir vom Behindertenbeirat aus jedes Jahr mal so einen Tag der Behinderung veranstalten, damit auch die Bevölkerung mehr Verständnis für behinderte Menschen bekommt. Ja, wir sind der Rolli-Treff Bottrop, so nennt sich unsere Selbsthilfegruppe. Und wir treffen uns alle 14 Tage im Spielraum auf der Prosperstraße, früher Haus der Jugend. Ah ja. Da treffen wir uns zum Kaffee trinken, zum Spiele machen, Austausch von vielleicht hat der oder der andere mal Probleme, versuchen wir die Probleme bei Gesprächen zu lösen oder Tipps zu geben, wenn einer Hilfsmittel braucht, dass er, wie er an die Hilfsmittel kommt oder wenn er so behindert ist und kann zwar noch Auto fahren, wie er an einen Behinderten Ausweis kommt, um dann auf dem Behindertenparkplatz parken zu dürfen. Also mittwochs immer von 15 bis 18 Uhr. Normalerweise Zeit ist zwar vorgegeben, aber manche kommen mal später oder gehen sie wieder eher. Es ist nicht vorgeschrieben, wie lange man zu bleiben hat. Ja. Und dann machen wir so ab und zu jetzt beim nächsten Treffen, das ist ja der 25. diesen Monat, da machen wir ein kleines Grillfest bei uns. Dann grillen wir, anstatt Kaffee zu trinken. Und im August wollen wir mit unserer Gruppe zur Gruga fahren. Ja, viele kennen die Gruga auch nicht, damit wir da auch mal die Leute das mal kennenlernt. Weil unsere Gruppe ist ziemlich überaltert, sag ich mal. Weil ich bin 67, die Älteste ist über 90. Das ist so das Altersmaß, was wir bei uns im Club haben. Rückwärts.